Die Pariser Modewelt trauert um den bekannten Designer Emanuel Ungaro. Der Modeschöpfer verstarb am Samstag in Paris. Zu Lebzeiten kleidete er einige berühmte Stars. Paris, der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Der Designer sei bereits am Samstag in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf seine Familie. Berühmter Modedesigner Emanuel Ungaro gestorben, auch bekannt als Casanova der Pariser Mode. Ungaro hatte 2004 sein Haute Couture-Haus, das er 1965 in Paris gegründet hatte, verlassen. Er entwirft Kleider, als würde er die Frauen umarmen und ihnen sagen, ich liebe dich, so umschrieb der japanische Designer Issei Miyake die Arbeit seines Kollegen Ungaro. Dieser machte keinen Hehl daraus, den Frauen zugetan zu sein. Manche nannten ihn den Casanova der Pariser Mode. Er war verheiratet und hatte eine Tochter. Ungaro galt in der Modehauptstadt Paris als ein Couturier der alten Schule. Er zeichnete keine Skizzen, sondern arbeitete den Stoff direkt auf den Körper eines Models. Aus den Lautsprechern in seinen Ateliers klangen Opern von Verdi, Beethoven oder Mozart. Er kleidete laut AFP berühmte Stars wie Gena Rolenz, Catherine Deneuve oder Isabelle Adjani ein. Paris trauert um Designer Emanuel Ungaro, er verließ mit 22 Jahren seine Heimatstadt. Den italienischen Namen verdankte Ungaro seinem Vater, einem Schneider aus Apulien, der nach Südfrankreich ausgewandert war. In Aix-en-Provence erblickte Emanuel am 13. Februar 1933 als zweites von sechs Kindern das Licht der Welt. Zwischen den Nähmaschinen der väterlichen Werkstatt spielend, erfasste ihn schon bald eine Leidenschaft für die Mode. Mit 22 verließ er seine Heimatstadt. Der Traum einer Anstellung bei Cristobal Balenciaga, einem der bedeutendsten Couturiers jener Zeit, zog ihn nach Paris. Insgesamt 6 Jahre blieb Ungaro im spanischen Kloster, wie Balenciagas Atelier genannt wurde. Der Baske duldete nur Männer um sich, alle trugen weiße Kittel. Frauen durften bei ihm allenfalls nähen und verkaufen. 2 Jahre nach der Eröffnung seines eigenen Hauses konnte Ungaro 1967 an die Mondaine Avenue Montaigne umziehen. Emanuel Ungaro stirbt mit 86 Jahren in Paris, das war sein Stil, das Unmögliche möglich zu machen, bestimmte seinen Stil. So kühn und opulent mischte wohl kein anderer die Muster, niemand wagte diese Farbtiefen oder nahm mit ähnlichem Schwung die Drapierungen. Diese mediterrane Leidenschaft prägte Ungaros Mode bis zuletzt, in den 1990er Jahren schien sein Stern allerdings zu sinken. Die von Purismus und Sport geprägte Epoche ließ seine Muster plötzlich altbacken wirken. Er brauchte finanzielle Unterstützung und verkaufte 1996 die Mehrheitsanteile an das italienische Modeunternehmen Salvatore Ferragamo, blieb aber zunächst Herr im Haus. Auch die Modeikone Karl Lagerfeld verstarb 2019. Zuvor sorgte er aber noch für wilde Spekulationen. Vor kurzem verstarb auch das erste französische Bond-Girl der Filmgeschichte.